Was mir wichtig ist, also mir sind mehrere Begriffe total wichtig geworden in den letzten Jahren. Und das sind die vier Überschriften: Liebe zur Wahrheit, Furcht des Herrn, Absonderung von der Welt und Jesu Auftrag leben. Und ich will einfach erklären, was sich da für mich hinter verbirgt. Also Liebe zur Wahrheit heißt Gottes Wort wörtlich nehmen. Es eben nicht irgendwie alles relativieren, sondern es so nehmen, wie es da steht. Und die schärfere Sicht wählen bei Optionen heißt, wenn ich zwei Bibelstellen zur Auswahl habe, zum Beispiel Scheidung ist erlaubt oder Scheidung ist nicht erlaubt, dann wähle ich eben Scheidung ist nicht erlaubt. Und wenn es verschiedene Bibelstellen vielleicht zur Vergebung, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber zur Vergebung oder zur Buße, genau zur Buße fällt mir das ein, ne? Da gibt es eine Bibelstelle in Sprüche, da heißt es, wer Buße tut und es lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. So, und viele denken immer, nehmen nur die Bibelstellen, wo es darum geht, Buße tun, ja, Buße tun. Und danach weitermachen mit der Sünde. Nee, das ist kein, da kriegt man keine Vergebung für, sondern Buße tun und lassen. Und genau das ist, denke ich, das, was wir lernen müssen. Nicht immer den leichten Weg gehen. Viele, ich sag mal, 99% der Christen suchen für sich immer den leichten Weg. Den leichten Weg zu Gott, den breiten Weg zu Gott. Und wir sind aufgefordert, eben die schärfere Sicht zu wählen. Gott hat nicht ohne Grund mehrere Bibelstellen da reingenommen, die sich manchmal scheinbar widersprechen oder die eine strenger als die andere. Und Gott prüft damit, wer ist bereit, eine Meile weiterzugehen. Dann die Täufer und die frühen Christen, das sind für mich Vorbilder. Die kannten ihre Schriften nicht. Die Täufer kannten nicht die Schriften von den frühen Christen, aber es ist eine unglaubliche Übereinstimmung der Täufer und der frühen Christen. Und das gehört für mich dazu, zur Liebe zur Wahrheit, dass wir unseren heutigen Stand messen durch die Lupen der Täufer und der frühen Christen und gucken, ob wir noch im richtigen Kurs sind. Dazu zählt zum Beispiel der Pazifismus. Die Täufer und die frühen Christen waren Pazifisten. Sie haben es im Wort, in der Bergpredigt, so entnommen und haben das gelebt. Und wenn du die heutige Christenheit anguckst, dann sind es teilweise Kriegstreiber, die da in den Kirchen stehen und gegen die Russen zum Beispiel Propaganda machen. Lehre prüfen wie die aus Beröa. Also wir sollen Lehre prüfen. Wir sollen nicht einfach irgendwas so hinnehmen, egal wer es sagt, sondern wir sollen alles prüfen. Und das Gute sollen wir behalten. Glaube, Liebe und Wahrheit ist eine Einheit. Also ich kann nicht Glaube, Liebe und Wahrheit trennen. Die Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe. Die Wahrheit ohne Liebe, die ist auch nichts wert. Und Glaube, die Vermittlung von Glauben, braucht immer Liebe und Wahrheit. Wir können nichts wegschneiden an Wahrheit, wenn es um den Glauben geht. Und wir brauchen die Freiheit von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Das heißt, ihnen etwas zu sagen, was ihnen gefällt, ihnen zu schmeicheln. Nein, wir sollen die Wahrheit sagen. Das gehört auch zur Liebe zur Wahrheit. Dann zweitens Furcht des Herrn. Gott immer heiliger und reiner sehen. Wir müssen dahin kommen, dass wir jeden Tag versuchen, Gott heiliger und reiner zu sehen. Das heißt, Gott ist 100% heilig und rein und wir haben vielleicht eine Sicht von 1% von Gottes Heiligkeit und Reinheit. Und wir haben ein unglaubliches Potenzial, liegt noch vor uns, dass wir das erkennen, dass Gott so heilig und rein ist. Als Jesus Johannes begegnet ist, ist er wie tot umgefallen. Weil Gottes Heiligkeit oder Mose im Berg, Gott sagte, ihr könnt es nicht ertragen. Das ist wie die Sonne, wenn sie uns zu nahe kommt, tötet sie uns. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass wir immer Gott heiliger und reiner sehen. Dann, das ist Erkenntnis Gottes, dass wir dahin kommen und dass wir eben keine Kompromisse machen, keine Vermischung, keine Verunreinigung, dass wir uns davon fernhalten, wenn uns Sachen angeboten werden, was es Lehre an Lehre ist oder an Gemeinschaft mit Leuten, die eben geschieden sind oder in Unzucht leben und so weiter, keine Kompromisse machen. Wirklich in Gottes Wort verankert sein und keine Kompromisse machen. Gutes ist gut, Böses ist böse. Dann streben, wachsen und bitten um die Furcht des Herrn, dass wir da drin wachsen wollen, dass es jeden Tag unser Wunsch ist. Wir bekommen nur, wonach wir uns sehnen. Und dazu gehört die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ermöglicht es uns auch, Sünde zu überwinden und auch in der Verfolgung treu zu bleiben.
Dann gläsern vor Gott zu sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns nicht verstecken. Für die Sünde muss man sich verstecken und muss da Ausreden versuchen. Nein, wenn wir gläsern vor Gott sind und uns da so hinstellen, sowieso, Gott weiß alles, aber wir tun manchmal so, als ob Gott uns nicht sehen würde. Dann nah bei Gott sein heißt immer die Nähe von Gott suchen. Gerade wenn uns irgendwelche Sünde verführen will, dass wir uns zu Gott flüchten und bei uns bei ihm bergen. Und dann ist die Furcht des Herrn eben auch, dass wir Gottes Ehre suchen. Dass wir immer darum bemüht sind, Gottes Ehre zu suchen. Nächster Punkt, Absonderung von der Welt. Alle unreinen Quellen schließen. Das heißt für mich, TV und Radio habe ich seit Jahren rausgeschmissen. Das heißt, ich lese keine schlechten Bücher mehr, ich gucke keine, gehe nicht mehr ins Kino. Es gibt mir auch nichts. Also Gott hat mir das geschenkt, dass mir dass die Sünde nicht mehr schmeckt. Und mir schmeckt auch dieses ganze Unreine nicht. Diese ganze Weltsachen, die schmecken mir nicht. Ich will nicht damit sagen, dass alles Sünde ist, wenn man irgendwo hingeht. Aber ich habe kein Verlangen mehr danach. Und warum soll ich dann diese Quellen wieder öffnen? Die Welt ist Auftrag, aber wir sollen ihr nicht nachlaufen. Für mich heißt das auch, ich sondere mich ab. Ich sondere mich ab vor Theologen, die nicht Buße getan haben für ihre schlechte Lehre. Ich sondere mich ab von Gemeinden, die eine unreine Lehre haben. Und wenn ich in der Welt bin oder auch in den Gemeinden bin, dann bin ich dort im Auftrag. Ich bin dort nicht, um mich eins zu machen mit schlechter Lehre, sondern ich bin dann dort, um Menschen zu erreichen. Auftrag Jesu leben. Voraussetzung ist immer, dass wir satt sind. Aus der Beziehung zu Jesus, dass wir aus dieser Beziehung handeln, dass zuerst die eigene Seele satt gemacht wurde und dann erst gehandelt wird. Weil das Problem ist, wenn wir dann aus der Kraft Gottes handeln, sondern aus unserer eigenen Kraft, dann werden wir immer eine Bruchlandung hinlegen, weil wir irgendwann eben kraftlos sind. Wir müssen immer dafür sorgen, wie Georg Müller das sagt, jeden Morgen dafür sorgen, dass unsere Seele satt ist im Herrn. Dem Nächsten dienen mit Klarheit, Liebe, Wahrheit und das Wohl des Nächsten suchen. Also es geht darum, dass wir alles, was wir tun, eben in Liebe machen, dass wir es für jeden offensichtlich machen, dass wir unsere Absichten auch angeben und nicht irgendwas versteckt machen. Und dass wir, ja, dass die Wahrheit auch ein Maß ist, dass wir einfach Gottes Wort weitergeben, aber in einer Sprache, die der andere verstehen kann und dass sich das mit unserem Leben deckt. Und wir wissen ja, dass die Maßstäbe Gottes auch das Wohl des Nächsten bedeutet. Und deswegen ist es einfach gut, wir geben Gottes Maßstab weiter. Das ist unser Auftrag, dass wir es den Menschen sagen, dass Gott heilig ist und dass wir in Übereinstimmung kommen mit Gottes Willen.